So, meine lieben Freunde, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sommer in Mara. Ja, ich wurde diesbezüglich schon in dem Spiel öfters mal, wegen dem Spiel ein bisschen angeschrieben. Von wegen, ja, ob ich das mal die Kommentare aktivieren kann und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob das nur Geschwätz war oder ob das wirklich ernst gemeint ist. Von daher würde ich mal sagen, ich werde die nächsten Folgen mal normal machen, dass man auch ein bisschen kommentieren kann und sich die Menschen mit mir unterhalten können. Ich wollte das ja eigentlich als Kinderprojekt machen auf meinem Kanal. Allerdings, wie gesagt, die meisten, die mich darauf anschreiben und gerne kommentieren würden, wollen halt das gerne richtig haben. So, wo sie auch mitdiskutieren können. Das bedeutet, ich werde auch sämtliche Kommentare diesbezüglich dann noch überprüfen und gucken, ob die auch artgerecht sind sozusagen. Von daher sollte das kein Problem sein. Testen wir mal. Ich habe zwischendurch, hier auch mal ein bisschen gespielt, ein bisschen auf der Insel ein bisschen was gemacht und allem drum und dran. Das bedeutet, wir sind eigentlich ganz gut im... Wir haben eigentlich alles ziemlich gut. So, ich würde jetzt ganz gerne mal ein bisschen auf die Quests eingehen, dass wir diesbezüglich auch mal ein bisschen weitermachen. Und zwar Chor-Mission, Aquila-Mission, das haben wir nicht. Ich brauche noch einmal Stoff. Habe ich den Stoff benutzt? Ich meine, ich hätte es fertig gemacht. Aber na gut. Erst nochmal ernten. Was habe ich denn hier eigentlich? Ah, das sind Kartoffeln. Okay. So, kann ich die Hühner füttern? Jo, wer ist ein gutes Hühnchen? Du bist ein gutes Hühnchen, ich weiß. Super. Die Hühner freuen sich, das ist wunderbar. Ich muss aber noch ein bisschen Stoff herstellen. Ja, einmal reicht eigentlich. Ich mache zwei, warum eigentlich nicht? Wir haben ja genug. Von daher sollte das gehen. 9.15 Uhr, das bedeutet, wir können... Jo, wir könnten los. Es gibt so ein paar Neuigkeiten, habe ich ja diesbezüglich schon ein bisschen berichtet. Allerdings muss ich gestehen, ich weiß nicht, ob ich das so gut finden soll. Muss man ja nicht benutzen. Das bedeutet, wir können jetzt hier eigentlich, wenn wir die Karte aufmachen, können wir dahin, wo wir gereist sind, können wir ja schon schnell reisen. Ich weiß nicht, ob ich das schon habe. Ich zeige euch das mal. Schnellreise nach Quelis. Ah, die Schnellreise kostet. Okay, das haben sie auch nochmal geändert. Ich verstehe. Früher konnte man da einfach eine Schnellreise machen, ohne dass es was gekostet hat, als sie das Update frisch reingebracht haben. Jetzt kostet es ein bisschen Geld. Geld haben wir ja genug, eigentlich. Allerdings würde ich ganz gerne trotzdem einfach die Bootreise benutzen. Einfach, weil es dazu gehört. Also die Schnellreisefunktion benutze ich wirklich nur dann, wenn es wirklich, wirklich, wirklich der Fall ist, dass ich, was weiß ich, von, ja, vom Süden aus nach Norden muss. Also wenn ich jetzt hier von der Heimatinsel wirklich da hoch muss, dann wäre das natürlich eine Sache, wo man sagen könnte, okay, da kann man das mal benutzen. Aber wenn ich jetzt von Insel zu Insel reise, sollte das eigentlich relativ schnell gehen und von daher kein Problem sein. Ja. Nein, das wollte ich nicht. Ah, irgendwie kriege ich es nicht richtig gebacken. Na gut, kein Problem. Ansonsten geht es der Chor ganz gut. Ich werde jetzt nochmal... Genau, Saimi, Aquila. Ja, ich kann da eigentlich eine richtig schöne Stadtreise machen. Sollte eigentlich gehen. Es ist grausam. Es ist wirklich grausam, Leute. Ich habe hier eine blöde kleine Fliege. Die geht mir so derbe auf den Nerv. Das ist echt nicht schön. Und die stört mich die ganze Zeit überhaupt nicht. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, wenn sie mich nicht stört, von mir aus. Kann sie machen, was sie will. Das ist mir relativ egal. Aber jetzt bin ich mal am Aufnehmen. Und jetzt auf einmal muss sie mir ständig vor der Nase rumtanzen und irgendwie sich aufs Mikrofon absetzen. Ich weiß nicht, ob ihr das eben gehört habt. Ich hoffe zumindest nicht. Oh. Immer zum falschen Zeitpunkt. Immer... Auch immer nur dann, wenn ich aufnehme. Ansonsten lassen die mich immer in Ruhe. Die sind zwar da, aber gehen einem nicht so sehr auf den Nerv. Naja, ist nicht so super. Gut, ich will hier ins... Warum können die nicht einfach
mal richtig recyceln, die Leute. So, eintreten. Hier hast du alles, wonach du mich gebeten hast. Vielen, vielen Dank. Dann lass uns loslegen. Ich werde einen ankorischen Salat zubereiten. Das ist ein Salat mit frischem Gemüse und etwas Tintenfisch. Was hast du mitgebracht, Koa? Farmen hat mich gebeten, ihm etwas Gemüse zu bringen. Also gibt es wieder Salat. Ich helfe dir sofort, Boss. Alles klar. Super. Hab mir heute auch einen richtig leckeren Salat gemacht mit ein bisschen Schinken. Das war super. So, das ist ein neues Rezept, ankorischer Salat. Wunderschön. Taka hat seine Strandbar bereits eröffnet. Warum machst du dir deswegen so viele Sorgen? Als Guido-Koch weiß er, wie man Gerichte zubereitet, die den Geschmack von Guidos treffen. Ich dagegen... Ah, komm schon, ich bin mir sicher, dass dein Essen auch lecker ist. Ich muss seine Gerichte probieren und lernen, was sein Geheimnis ist. Ich kann dir etwas von seinem Essen bringen. Also gut, hier hast du das... Hier hast du etwas Geld, aber sei vorsichtig. Kaufe unauffällig ein paar Spezialgerichte von Taka. Ich weiß nicht, ob ich das so toll finden soll, dass die mich jetzt benutzen, um sich gegenseitig auszuspionieren. Das ist nicht nett. Das ist nicht nett. Da kann doch die Koa nichts dafür. Gut. Okay. Ja, dann gehe ich nochmal zu Bram. Wenn ich hier sowieso runter muss, kann ich das gleich machen. Und mal gucken, ob ich vielleicht das eine oder andere... Hey, Taka, ich möchte gerne drei Gerichte kaufen. Magst du es scharf oder lieber nicht? Welche Beilage möchtest du haben? Welche Soße? Ich bin mir nicht sicher. Mit süßer Soße und allem drumrum. Sind alle wirklich nur für mich... Was? Och, ich kann gerade nicht lesen. Sie sind alle wirklich nur für mich alleine. Alle drei Gerichte? Ich bringe sie wirklich niemand anderem. Nun ja, solange du bezahlst, ist das mir wirklich egal. Deine Bestellung ist fertig. Du kannst an der Kasse bezahlen. Ja, natürlich. Oh. So, was brauche ich denn? Muscheln in Weißwein und Ramennudeln brauche ich noch. Oh. Wie ist mit den Piraten gelaufen? Großartig, er liebt das Gericht. Ich wusste es. Werden die Piraten vorbeikommen? Das glaube ich nicht. Nein? Warum nicht? Sie sind Piraten. Sie befolgen ihre eigenen Regeln. Was für eine schreckliche Kundschaft. Mit dieser Art von Kunden werde ich keine Zukunft haben. Egal, hier. Also als kleine Gegenleistung für deine weite Reise. Super. So, was brauche ich denn? Muscheln und Weißwein, Rahmensoße. Nehme ich das, dann habe ich das auch schon mal. So, das muss ich jetzt dem bringen. Und Bra, mit dem muss ich auch noch mal sprechen. Diese Materialien sollten ausreichen, um ein paar Fackeln anzufertigen. Vielen Dank. Gerne geschehen. Selbst die besten Köche brauchen Hilfe. Ja, ja. Bitte sag meinem Onkel nichts. Er besteht drauf, dass ich alles alleine mache. Ich bin hier, wenn du mich brauchst. Zum Glück. Super. Gut, dann haben wir das schon mal gemacht. Was haben wir denn hier noch? Stimmt etwas nicht, Bram? Mein Onkel hat mich gebeten, diesen alten Kühlschrank zu entsorgen. Wir bekommen morgen einen neuen, besseren Kühlschrank. Ich nehme ihn. Bist du sicher? Wenn er noch funktioniert, kann ich ihn in meinem Haus abstellen. Es wäre toll, einen Kühlschrank zu haben. Dann könnte ich Wassereis machen. Wenn das für dich okay ist, wenn du das nächste Mal vorbeikommst, habe ich ein Geschenk für dich und für deine Unannehmlichkeit. Wie aufregend. Oh, super, wir haben einen Kühlschrank bekommen. Cool. Bau einen Kühlschrank auf der Insel und sprich mit Bram. Super. So, will ich nochmal kurz mit Moon sprechen? Eine Pizza für das Fräulein. Ah. Toll, die sieht aber lecker aus. Mein Kompliment an den Koch. Ich werde solche Dinge vermissen, wenn wir erst einmal mit unserer Mission auf Ava beginnen. Ich habe die Pizza selbst gemacht. Dann meine Glückwünsche an dich, du Meisterköchin. Ich bin keine Köchin. Arbeitest du nicht in der Strandbar? Nein, ich bin eine Abenteurerin. Ich reise von Ort zu Ort und tue verschiedene Dinge. Oh, das tut mir leid. Ich dachte, du wärst die Kellnerin. Entschuldige. Das ist schon in Ordnung. Wenn du noch etwas brauchst, sag mir einfach Bescheid. Das ist mir wirklich peinlich. Kann ich dir etwas als Gegenleistung geben? Hier, nimm mein T-Shirt. Ich habe es in einem kleinen Laden am Hafen gekauft. Ist das für mich? Ja, es ist etwas zu klein für mich. Außerdem, warst du so nett zu mir? Oh, super. Haben wir jetzt ein neues Dingsbums? Neues Outfit für die Koa, das wäre cool. Ah, ärgerlich, ich habe sie nicht gekriegt. Diese blöde Fliege. Sekunde, hier. Ich muss erstmal wieder mit der Steuerung wieder ein bisschen
Kleidung wechseln. Ist das die Kellnerkleidung, ne? Das ist okay. Oh, wie cool. I love Mara. Herrlich. Komm, das nehmen wir. Das ist... Oh, mit Sonnenbrille. Wie cool ist das denn? Oh, Moon, du bist die Beste. Echt jetzt. Du bist die Beste. Wunderbar. So, lass mal ganz kurz gucken. Okay, das mache ich, das mache ich. Das Essen. Kühlschrank bauen, mache Aufträge mit den... Okay, zeige Edigan das Tintenfass, spreche mit dem. Okay, soweit bin ich noch nicht. Moon habe ich abgeschlossen. Alles klar, mache weiter mit den Aufträgen und Mo. Okay, gut. Das bedeutet, ich spreche jetzt mit dem Edigan. Ah, hier sind Fackeln. Oh, super. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht, wenn es abends ist. Das wird bestimmt schön. So. Ah. Hast du mir Takas Gerichte gebracht? Ja, ich habe sie gekauft. Oh, ist die Ma... Ah, die Koa sieht ja echt cool aus jetzt. Mit der Sonnenbrille. Das hat echt Stil. Hm. Sekunde. Mir ist jetzt gerade Geistesblitz eingefallen. Ein ziemlich einzigartiges Aroma. Süß mit leichten Bitternoten. Ziemlich weiche Konsistenz. Und ein bisschen zäh. Ich weiß nicht, ob ich das nachkochen kann. Ich glaube, du solltest dir selbst treu bleiben und deine eigenen Gerichte kochen. Du hast recht. Diese Gerichte passen einfach nicht zu mir. Auf in die Küche. Super. Koa, könntest du etwas für mich ausliefern? Vielleicht? Aquila, der Elite hat etwas bei mir bestellt. Und ich kann Mayo nicht losschicken, weil sie sich hier um die Kunden kümmern muss. Kein Problem. Bitte sei sehr respektvoll ihm gegenüber. Er ist mein bester Kunde. Keine Sorge. Bring ihm dieses Essen. Das Wechselgeld kannst du behalten. Super. Alles klar. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Die Cola ist echt eine coole Socke. Das ist super. Wirklich. So, dann will ich nochmal zu Edigan gehen. Ich muss gucken, wie lange wir noch schon am Aufnehmen sind. Weil wir kommen jetzt doch recht zügig voran. Ist das genug? Ja, das ist genug. Du hast nicht vor, dich zu bedanken. Stimmt's? Das ist nicht nötig. Wenn du über deine Altersvorsorge sprechen möchtest, wäre ich vielleicht etwas höflicher. Ich glaube nicht, dass ich das brauche. Dann raus mit dir aus der Bank. Es gibt doch andere Leute, die ich bedienen muss. Aber hier ist niemand weiter. Dieser Lümmel. Raus mit dir, Kind. Du vergraust mir die Kunden. Ich mag den nicht. Diesen ollen Ganoven. Ich mag den wirklich nicht. So, jetzt will ich mal... Oh, Hundi, Hundi, Hundi. Habe ich was für dich? Ja. Wer ist ein braver Hund? Du bist ein braver Hund. Na, kein Justin. Ja? Ich glaube nicht, dass er das Let's Play sieht. Ist natürlich schade. Gerade bei mir so zu den Hunden so nett sein kann. Und Justin ist ja echt voll der Hundetyp. So, Aquila. Hoffentlich macht der noch nicht zu, aber ich glaube, der macht erst um 18 Uhr zu. Ich muss noch was essen. Ah, Äpfel. Die sind lecker und die sind gesund. Supi. Wunderbar. Gibt es hier noch Blumen, die ich irgendwie... Nein? Okay. So, die Frage ist, was will ich jetzt machen? Hier, hast du das Schmuckstück. Toll, du hast es mir wirklich gebracht. Natürlich. Ich dachte, du wärst wie die anderen Inselbewohner. Tja, ich komme von einer anderen Insel. Das war schon alles. Das hast du dir verdient. Was willst du, Mädchen? Ich habe das Essen dabei, das du beim ankorischen Restaurant bestellt hast. Alles, was Herr Aban zubereitet, ist absolut köstlich. Das stimmt. Der Rest von Quelle sieht das leider nicht so. Tja, die Quidos sind etwas konservativ, wenn es ums Essen geht. Aber mir gefällt es, wie sehr er sich anstrengt. Er gibt sein Bestes, um all meine Wünsche zu erfüllen. Er arbeitet wirklich hart. Und er verlässt nie sein Restaurant. Er hat sogar ein Zelt in seinem Garten. Ich weiß nicht, ob das alles gut für ihn ist. Seine Gerichte verleihen seinen Sorgen Ausdruck. Deshalb sind sie so köstlich. Das macht mich traurig. Hier, bring ihm sein Geld. Alles klar, super. Will ich wirklich schon zu Oma? Wir sind eigentlich jetzt hier schon relativ nah. Ah komm, ich bring jetzt dem Aban sein Geld. Der heißt doch Aban, oder? Hat er sich wirklich verdient? Ich muss ganz sagen, der Aquila, der ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Ich dachte auch, der wäre so ein bisschen wie der Edigan, so eitel und da. Aber der Aquila, der scheint doch, ist zwar ein bisschen eigen, aber der scheint doch ganz nett zu sein. Auf jeden Fall ist er in Ordnung, finde ich. Oder mittlerweile. So.
Aquila hat das Essen sehr genossen. Wirklich? Sehr gut. Zumindest ein Elite wie er weiß meine Fähigkeiten zu schützen. Aber ist alles in Ordnung? Ja, natürlich. Ja. Es ist alles okay. Und wenn ich mich nur ein wenig mehr anstrenge, wird alles gut werden. Das ist eine super Einstellung. Oh, 50 Münzen, vielen Dank. Hey, warum arbeitest du für Aban? Oh, du tratschst wohl gerne. Tut mir leid. War nur ein Witz, mein Kind. Ich versuche Geld zu sparen, um mir ein Piratenschiff zu kaufen. Ich werde eine hervorragende Kapitänin sein. Und durch ganz Mara segeln. Das klingt großartig. Da du schon mal hier bist, könntest du mir auch zur Hand gehen. Wie denn? Das andere Katzenkind hat etwas, das ich haben will. Ich habe es gesehen. Eine Piratenaugenklappe. Warum willst du denn eine Augenklappe haben? Alle Piraten haben eine Augenklappe. Ist gut, ich frage ihn. Ah, das ist doch unser Mentor. Unser Sensei. Ah, super. Der ist bestimmt, der ist lieb. Wenn der uns eine Augenklappe gibt, dann sagt er, alles klar, kriegst du bestimmt. ich will noch nicht zu Oma, weil ich eigentlich mit den anderen Aufgaben sehr zufrieden bin. So, ich will jetzt erst nochmal zu dem anderen Typen hin. Zu unserem Mentor. So, der ist meistens hier bei den Marktfrauen. Kann ich hier noch irgendwas? Kann ich hier durch? Schade, ich dachte, ich könnte hier drüber. Naja, das ist dann doch zu viel des Guten. So, dann will ich mal zu dir, mein Lieber. Unzi, kannst du mir etwas geben? Unzi? Na gut, Onzo. Was willst du? Hast du eine Piratenaugenklappe? Ich habe eine Augenklappe, aber das ist keine Augenklappe für Piraten. Sie gehörte einem meiner Vorfahren. Er hatte ein gelähmtes Auge. Bist du sicher, dass es keine Piratenaugenklappe ist? Ja, das bin ich. Und du weißt auch nichts über einen Piraten mit einer Augenklappe, stimmt's? In meinem Tagebuch kommt des Öfteren der Name Grand Loom vor. Sein erster Mat war Ereti, eine Guido und berühmte Weltenseglerin. Grand Loom trug eine Augenklappe. Das ist gut genug für mich. Der hat ihn mir einfach so gegeben. Oh, wie cool ist das denn? Oh, du bist super und so. Obwohl Onzi eigentlich doch, ist in Ordnung. Na, Hundi? Wer ist ein guter Hund? Du bist ein guter Hund. Ich will auch einen Hund für meine Insel haben. So, bitteschön. Ich habe deine Piratenaugenklappe. Sie gehörte Grand Loom. Was? Wirklich? Natürlich, Mario. Das ist unglaublich. Wie ist sie uns in die Hände gefallen? Ereti hat sie ihm gegeben. Ereti? Die berühmte Weltenseglerin? Eine unglaubliche Geschichte. Ja, wirklich unglaublich. Das hier ist zwar nicht so wertvoll, aber ich hoffe, es ist genug, um mich bei dir zu revanchieren. Oh, super Kirschen. Vielen Dank. Ich mag Kirschen. Ist eigentlich ein guter Tausch. Eine Handvoll Kirschen gegen... gut, nach unseren Maßstäben nicht, aber die Koa kann mit einer Handvoll Kirschen, glaube ich, viel mehr anfangen als, kann eigentlich mit einer Handvoll Kirschen viel mehr anfangen als, mit einer Augenklappe. Vor allem, guckt euch die coole Sonnenbrille an, das ist eine richtig coole Socke. So, es ist 18 Uhr, das bedeutet, hier gibt es nicht mehr so viel zu ermachen. Ich glaube, auch die Oma hat auch zu. Ich könnte natürlich nochmal gucken, ob die doch vielleicht noch offen hat, aber dann könnte ich auch gleich mal die Folge beenden. Weil wir doch schon bei 18 Minuten sind. Naja, muss ich mal gucken. Vielleicht mach ich die auch mal ein bisschen länger. Ah, oh, Äpfel, super. So, gut. Vielleicht kann ich hier auch ein bisschen so hoch springen. Dann geht das eine oder andere schneller. Ich muss auf jeden Fall noch meine Werkzeuge verbessern. Ich hoffe, das kann ich bald machen. Obwohl das eine oder andere eigentlich ganz gut geht. So, Omi. Ich habe die Halskette. Es war nicht einfach, sie zu bergen. Oh nein, die Halskette ist beschädigt. Sie war schon so, als ich sie gefunden habe. Ja, das war zu erwarten. Sie war mehr als 40 Jahre dort unten. Weißt du, wem die Halskette gehörte? Sie gehörte deiner Großmutter. Haku. Wirklich? Ja. Was weißt du über sie? Sie war eine Guido, glaube ich. Und sehr stark. Und ein bisschen ernst. Aber ich wusste, wie man sie zum Lachen bringen konnte. Das freut mich zu hören. Sie war ernst, ja. Weißt du, mir fällt da etwas ein. Bring sie zu Akagi, dem Mädchen in der Schmiede. Sie sollte von ihrer Reise in den hohen Norden zurück sein. Bitte sie darum, sie zu reparieren. Ah, jetzt lernen wir auch die Schmiedin kennen. Das mache ich aber am morgigen Tag, wenn ich da jetzt... Obwohl, ich will jetzt schon dahin. Komm, das machen wir jetzt noch. Wir nehmen so viel mit, wie wir können. Und dann ist der Tag auch gegessen.
geschlossen. Nur geöffnet zwischen 9 und 17 Uhr. Ist aber super. Jetzt lernen wir auch wieder eine neue Person kennen. Vielleicht mache ich das dann doch am nächsten Tag. Also muss ich ja sowieso jetzt machen. Aber vielleicht ist es doch ganz gut, wenn ich das in der nächsten Folge dann mache. Auf jeden Fall I love Mara mit der lieben Chor und dem schönen Häschen, Häschen, Hoppelhäschen, Hoppelhäschen, Hoppelhäschen. Schade, dass man die nicht, dass man uns mit denen nicht anfreunden kann. Ich habe hier Karotten für euch. Na gut, dann halt nicht. Ah, es ist dunkel. Ich wollte ja nochmal zum Strand. Ich wollte mal gucken, ob die Fackeln leuchten. Das wäre schön, wenn die jetzt so einen kleinen, leichten, sanften Schein geben. Nicht so einen hellen wie diese hier, sondern wirklich schöne Fackeln. Also so ein. Oh ja, das ist schön. Das ist cool. Das ist schön. Das sieht echt gut aus. Schade, dass man sich nie auf ein Handtuch oder so legen kann. Das wäre super. Ich schwebe in der Luft. Herrlich. Na gut. So, mit der Moon kann ich jetzt nicht mehr so viel anfangen. Die ist fertig. Das ist schon mal super. Bevor ich jetzt großartig hier mit Energie und so rumhantieren muss, würde ich sagen, wollen wir im Boot schlafen? Was haben wir denn? Wie sieht's aus? Unser, komm, wir haben genug mehr als genug Geld. Da können wir der Chor auch mal eine erholsame Nacht im Hotel spendabulieren. Eigentlich nicht schlecht. So. Wo ist mein Zimmerschlüssel? Du suchst immer noch deinen Zimmerschlüssel. Gute Frau. Warum können wir dir nicht helfen? Das wäre schön, wenn wir dir helfen könnten. Ah, super. Gut. Oh, eine Kokosnuss ist eigentlich mal ganz lecker. So für den Anfang. Okay, Schmiedin. Sprich mit Aban für den nächsten Auftrag. Dann müssen wir zu Hause. Sprich mit Mayo für den nächsten Auftrag. Moon abgeschlossen. Und der andere braucht noch Bananen. Da muss ich gleich mal die Händler abklappern. Ich glaube, die sind noch gar nicht offen, ne? Geschlossen. Ah, okay. Muss eigentlich mit Edigan. Der braucht noch ein bisschen. Okay. Hier sind so viele Kunden. Und der macht erst um 10 Uhr auf. Aber na gut, ich meine, klar, es ist ein Restaurant. Der muss ja natürlich auch seine Hygienevorschriften und sein, wie heißt sein Zeug einhalten. Und das Restaurant sauber machen, das braucht natürlich seine Zeit. Ja, ich würde sagen, dann gehe ich zu Schmieden. Die hilft mir bestimmt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part, Leute. Macht's gut. Ciao. Mit Sommer in Mara. Tschüssi.